Nun hat man manchmal diese Intuition und die Menschen um einen herum wollen eine Rechtfertigung dafür, warum man intuitiv ist und man hat keine logische Antwort. Schau, wenn du einfach tust, was du als richtig empfindest, und im Moment, Ma'am, ist deine Intuition noch nicht sehr verlässlich. Die Leute fangen an, diese Dinge für alles zu benutzen. Wenn ihre Logik fehlschlägt, werden sie denken, dass, du weißt schon, du willst etwas tun, du weißt nicht, wie du es tun sollst. Du bist dir nicht sicher, ob du es tun oder nicht tun sollst. Dann ist die einfache Lösung, die sie ergreifen, diese Finger ist dies, diese Finger ist das, ja, nein. Gib es dem Kind, wenn er dies hält, ja, wenn er das hält, nein. Das ist nicht Intuition. Nein, ich komme auf dich zurück. Ich betrachte es grundsätzlicher. Die Antwort bezieht sich nicht nur auf dich, ich nutze sie nur. Jetzt ist es nur so, dass deine Logik, du weißt schon, unfähig geworden ist. Sie ist kollabiert, unfähig, zu einer logischen Entscheidung zu kommen. Du erliegst also diesem einfachen Weg. Wenn ein Kind deine Hand so oder so hält, ja oder nein. Wie auch immer, wenn es zwei Optionen gibt, kannst du in 50% der Fälle richtig liegen. Ja? In 50% der Fälle richtig zu liegen, ist nicht gut genug, oder? Yes? Ja? Isn't it so? Ist es nicht so? I was, Ich war, weißt du, some time ago I was visiting a vor einiger Zeit habe ich einen homöopathischen Arzt besucht. Dort in seiner Klinik hatten sie eine Anzeige ausgehängt, irgendein homöopathisches Arzneimittel, das bei allen Arten von Schlangenbissen wirkt. Du lebst in Bombay, wahrscheinlich ist das kein Thema für dich. Wo ich herkomme, sind Schlangen tagtäglich allgegenwärtig. Ich schaute mir das also an und fragte ihn, wie kommt es, dass diese Arznei, für die Sie werben, gegen alle Arten von Schlangenbissen wirkt? Denn, falls ihr das nicht bereits wisst, es gibt grundsätzlich zwei Arten von Schlangenbissen. Eine Giftart greift dein Herz-Kreislauf-System an. Eine andere Giftart greift dein Nervensystem an. Es handelt sich um zwei völlig unterschiedliche Arten von Chemikalien und es wirkt unterschiedlich auf dein System. Generell hat man für beide verschiedene Arten von Gegenmitteln, aber für alles soll diese spezielle Arznei wirken. Wie ist das möglich? Der Arzt sagte also, schau, in Indien sind 90% der indischen Schlangen ungiftig. In 90% der Fälle funktioniert es also. Daher, das ist nicht gut genug, nicht wahr? Entscheidend sind die restlichen 10%, ist es nicht so? Also, Intuition. Lass dich nicht auf so etwas ein, dass du versuchst, intuitiv zu sein. Versuche niemals intuitiv zu sein. Logik ist verlässlich, nicht wahr? Es gibt Augenblicke, in denen eine gewisse Klarheit herrscht, für die es keine logische Erklärung gibt. Dann ist es in Ordnung, aber versuche nie intuitiv zu sein. Wenn du versuchst, intuitiv zu sein, wird dein logischer Verstand trügerisch werden und zu allerhand dummen Entscheidungen kommen. Du wirst plötzlich Hinweise bekommen, Stimmen vom Himmel, du weißt schon, all die Stimmen, die Menschen hören. Logik ist verlässlich, halte dich daran, dann machst du dich wenigstens nicht lächerlich. Es gibt Augenblicke, in denen eine einfache Klarheit herrscht, wofür es keine Verwirrung gibt. Es ist 100% klar, dann verfolgst du es weiter. Aber nun, ob du eine logische oder eine intuitive Entscheidung triffst, die Menschen um dich herum werden immer protestieren, wenn sie damit nicht einverstanden sind. Ist es nicht so? Ist es nicht so? Nicht, weil du intuitiv bist, protestieren sie. Wenn du eine logische Entscheidung triffst, protestieren sie auch. Wenn du eine intuitive Entscheidung triffst, protestieren sie auch, solange es nicht mit dem übereinstimmt, was sie wollen. Das ist also eine Konsequenz, der sich jeder stellen muss, egal welche Art von Entscheidung man trifft. Nicht wahr? Das ist etwas, mit dem wir lernen müssen, umzugehen, mit den sozialen Situationen um uns herum.